Am Freitag, dem 28. Februar, war in der Wein- und Obstbauschule Grems Tag der offenen Tür. Hier gab es Informationen über Schule, Wein und Obstbau. Wir haben verschiedene Fachrichtungen. Das heißt, wir haben die Fachschule für Weinbau und Kellerwirtschaft. Wir haben die Kombination mit der HAK, genannt Winohack. Und wir haben das Weinmanagement Grems, eine Ausbildungsform nach einer Berufsausbildung bzw. einer anderen Schule. Gibt die einzelnen Winzer eine Weinproben her, da werden Analysen durchgeführt für die weitere Verwertung von Wein. Also wenn Sie jetzt dann zum Beispiel einen Weinfehler haben, dann kommen Sie her, die Winzer, reden mit der Frau Dr. Hanselig und die machen noch ein Beratungsgespräch und die Frau Dr. sagt nachher, wie Sie den Wein verbessern können. Ja, unser Leitthema bei dieser Veranstaltung ist die Pflanzen- und Traubengesundheit im Weinbau. Das ist ein zentraler Bestandteil, um hier hohe Qualitäten über längere Zeit zu erzielen. Es beginnt bei der Produktion von hochwertigem Pflanzenmaterial vom Pflanzgut. Bei den ganz kleinen Pflanzen muss man beginnen, hier die richtige Auswahl zu treffen. Wir machen das ganz bewusst, dass wir alte Rebstöcke selektionieren, die noch nicht so sehr so ein hohes Ertragspotenzial besitzen, und um hier von der Basis her schon einen vernünftigen Ertrag zu gewinnen und auch damit verbunden dementsprechend hohe Qualitäten erzielen können. Der zweite Punkt bei der Pflanzengesundheit von diesen Rebveredelungen ist die Kontrolle von diesen Mutterstöcken. Diese Mutterstöcke sind in der Lage, wenn sie infiziert sind mit Virosen, mit Bakteriosen, diese Virosen an die Nachkommenschaft weiterzugeben. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Mutterstöcke jährlich visuell zu erfassen, zu kontrollieren, ob sie mit Krankheitserregern kontaminiert sind. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Stöcke natürlich selbstverständlich ausgeschieden. Und der dritte Punkt wäre dann noch, dass die Lebensdauer der Anlage dadurch gewinnt. Also diese Anlagen sind dann über längere Zeit in einem sehr guten Zustand. Sie werden nicht ausgebeutet oder sind nicht so leicht erschöpft dadurch. Ja, das ist die Veredelung, die praktische Übung einer Rebveredelung. Das heißt, das Edelreis wird auf die Unterlage drauf veredelt, mittels Hammigerschnitt und anschließend noch ein Vortreiben, wo man versucht, dass sich hier zwischen Edelreis und Unterlage muss sich ein Kalus bilden. Und das schafft man eigentlich nur im Vortreibhaus bei der idealen Temperatur. Und nach dem Vortreiben, wenn der Kalus gebildet ist, das dauert circa 3 Wochen, dann kommt die Veredelung in die Rebschule und bleibt bis zum ersten Frost. Das heißt, die Blätter fallen dann wieder ab vom grünen Trieb. Und die Veredelung kommt von der Rebschule raus. Wir haben hier Versuchswein verkostet. Wir haben 3 Weine. Beim einen ist Barrique gereift, der zweite im Stahlfass und der dritte mit Chips. Das sind Eichenchips, die in Frankreich und Kanada hergestellt werden. Diese Methode ist in Österreich noch verboten, aber man diskutiert über die Einführung von dieser Methode. Wir als Weinmanagement haben gesagt, wir müssen schon was Exklusiveres oder was anderes machen, was die Leute auch ganz einfach interessiert, daherzukommen. Und dazu haben wir sich entschlossen, eben einmal was anderes, nicht Käse und Wein, sondern eine Schokolade dazu zu nehmen. Ist ganz interessant meiner Meinung nach, weil es verschiedene Schokoladesorten gibt. Auch ganz einfach die Sinne zu testen, welcher Wein harmoniert mir am besten zu welchem Käse oder kann ich Schokolade mit Zweigelgeschmack dem Wein auch der Sorte Zweigel zuordnen. Also Weinmanagement selber ist eine 2-semestrige Ausbildung, international angehaucht mit Fremdsprachen wie Italienisch und Englisch, also fachspezifisch zum Wein natürlich, schwerpunktmäßig Marketing, wobei man davor eine 6-wöchige Praxis machen muss oder machen sollte im Wein- oder Gastronomiebereich. Sämtliche Weinexkursionsreisen, Ungarn, Italien, Frankreich, Burgenland, Steiermark, sämtliche Besuch von Fachmessen, internationale Messen und natürlich die ganzen Betriebsbesichtigungen, die wir im Rahmen des Schuljahres machen, wo Leute ganz einfach bekannte Weingüter kennen, man dorthin fährt und uns das als Klasse anschaut. Und natürlich Wein ist im Vordergrund und da wird natürlich nur über den Wein geredet, gefachgesimpelt und natürlich verkostet. Ja, Sie sind hier im Obstcenter der Wein- und Obstbauschule Grems
Hier dürfen die Schüler vom Äpfel sortieren bis hin zum Essig machen, alle Arbeitseinheiten und Praxiseinheiten durchführen. Erster, zweiter Jahrgang ist also eher die Produktion, Äpfel sortieren, Apfelsaft machen. Und in Modul 2, vierter Jahrgang, geht es also dann ein bisschen um die feineren Sachen wie Destillation, Liköre machen, bis hin eben zu Veredelung von hochwertigen Essigarten. Wir haben heuer ein Projekt gemacht, das Projekt des vierten Jahrganges. Jede Praxisgruppe hat also 400 Kilo Äpfel bekommen, Golden Delicious, und eine Gruppe hat sich entschieden für einen Apfelsaft, eine Gruppe hat einen Apfelwein gemacht und eine Gruppe hat einen Apfelschnaps gemacht. Und dieses Projekt wurde also bewertet auch, und es wird also jetzt im Anschluss gleich zu einer Versteigerung kommen, wo jeder Schüler eine Flasche handsigniert in einen Korb gegeben hat, und es wird versteigert und der Erlös kommt dem St. Anna Kinderspital zugute. Damit haben wir dieses Projekt auch abgeschlossen. Wir wollen das auch hinausbringen, dass also die Schüler an einem Ding arbeiten, an einer Sache arbeiten und das Ganze dann noch für wohltätige Zwecke auch verwenden. Die Brennanlage unserer Schule ist ein deutsches Fabrikat. Sie wird mit Gas befeuert und die Masche wird mit Hilfe eines Wasserbades erhitzt. Der Alkohol steigt in die Brennblase auf. Und jetzt kann man sich bei dieser Brennanlage entscheiden, ob man über die Kolonne brennt. Das ist dieses Teil. Wenn man über die Kolonne brennt, kann man das in einem Brennvorgang brennen. Oder man brennt gleich direkt. Das heißt, der Dampf steigt auf, kondensiert im Kühler und kommt hier rein. Dann muss man einen zweiten Brennvorgang machen. In der Kolonne praktisch auf einmal. Das heißt, der Dampf steigt auf und muss jede Kammer für sich erwärmen, bis das die letzte voll ist, und kommt erst dann rüber in den Kühler. Einen Stand der Wein- und Obstbauschule findet man auch während der Schulzeit, jeden Freitag, am Bauernmarkt in Krems. Das Verkaufen ist ganz lustig eigentlich. Hier und da kommen einmal viele Leute, einmal viel zum Tun. Und dann einmal kommen fast gar keine. Ja, aber es verkauft sich relativ gut. Das wird vom Lager in der Weinbauschule, also teils Kühlraum, teils vom Weinkeller, wird das in einen Bus eingeladen und mit dem Bus dahergeführt. Es sind nur die Artikel und die Waage, die Tische, und die kommen von einem Gebäude da in der Nähe. Die tragen wir uns daher. Ja, ich möchte Sie begrüßen im Keller der Weinbauschule. Ja, das ist ein und für sich der Empfangsbereich da, und da geht es dann weiter eben in Büro, Lagerraum, Abfüllanlage, Weinproduktion ist eher da drüben mit der Presse, Rototanks, wo Vorbereitung ist, die Lesearbeiten durchgeführt werden, alles das kommt dann rein in die Stalltanks, werden dort erst vergoren, und dann kommen es weiter eben die kräftigeren Weine in den Barrique-Keller, also in die Barrique-Fässer, in die kleinen Eichenfässer, zu 225 Liter, die eher für die gehaltvolleren, kräftigeren Weine und dadurch eine längere Lebensdauer kriegen. Weiters gibt es noch im Keller der Weinbauschule eine Vinothek, wo Raritäten oder ältere Weine aufgehoben werden. Das Labor hat man da, das ist eher das kleinere Labor, für an und für sich nur für Schwefelbestimmung, Alkoholbestimmung und Säurebestimmung. Der Kellermeister hat die Aufgabe, die Trauben, die was im Keller angeliefert werden, in die flüssige Form umzuwandeln, das heißt Wein. Und der ganze Ablauf von der Trauben bis zum fertigen Wein in der Flasche sind die Aufgabenbereiche eines Kellermeisters. Darinnen haben wir das Presshaus, wir übernehmen die Trauben oben über den Weingarten, alles in kleinen Kisteln, kommt dann über das Rüttelpult, das ist natürlich, in den Trauben sind öfter Insekten dabei, dass die natürlich alle heraus sind. Dann kommt es über den Rebler, da werden die Kämme getrennt von den Beeren, und die Beeren, die fallen dann runter bei Rotwein in die Rotweinbehälter, bei Weißwein, dann gehen wir gleich über die Presse. Je nach Sorte bleibt dann die Maische, das heißt die gerebelten und gequetschten Beeren, in der Presse drin stehen, werden fermentiert, je nach Sorte zwischen 1 bis 5 Stunden, und dann werden sie erst abgepresst.
Der Tag der offenen Tür war diesmal für uns sehr zielführend und ausgezeichnet. Aus dem einfachen Grund, weil ca. 100 bis 200 Personen mehr gekommen sind, weil auch die Nachfrage nach unserer Schule, sprich Einschreibungen fürs nächste Jahr, ausreicht. Ich glaube, dass einfach dieser Standort als alleinige Weinbauschule Niederösterreichs Zukunft hat, weil einfach, ich muss jetzt so sagen, es gibt in Österreich 6.000 flaschenvermarktende Betriebe, die brauchen eine Ausbildungsstätte und die teilen sich Klosterneuburg in Niederösterreich und Krems. Und dann kommt noch Silberberg und Eisenstadt für Steiermark und Burgenland dazu. Mhm. Daher, ich habe keine Angst, wir sind auch gewappnet und wir stellen uns den Anforderungen. Wenn ich jetzt so den Effix Bichler sagt, sowohl der Junior als auch der Senior waren bei uns in der Schule genauso gut wie beim Emmerich Knoll. Da gibt es noch eine Menge Schüler wie Högl oder Donnerbaum und Gritsch. All die haben sich wirklich in diesem Metier profiliert. Und da sind wir stolz, dass sie auch unsere Schule besucht haben. Ich will noch eine Änderung herbeiführen, und zwar ist es so, dass wir in der Weinbauschule Krems nur Winzer ausbilden. Und wir brauchen für unsere Weinwirtschaft noch sogenannte, ich würde bezeichnen sie Weintechniker, die zu Hause entweder keinen Betrieb haben oder den Betrieb in Nebenerwerb machen. Und sozusagen federführend in den Großbetrieben, in der Weinproduktion und in der Traubenproduktion sich einsetzen können. Und das wäre wichtig, dass wir solche Persönlichkeiten noch in unsere Schule kriegen. Für das Kunstprojekt Wein im Foto erarbeitete der zweite Jahrgang einen Kalender, deren Erlös den Opfern der Flutkatastrophe zugutekommt. Wer hat eigentlich die Idee gehabt zu dem Kalender? Ja, die ganze Idee hat eigentlich der Ingenieur Maus gehabt, also unser EDV-Lehrer. Der ist mit der Idee gekommen und hat gesagt, er will einen Kalender machen über uns Schüler. Und da sind halt die Mädchen sowieso drauf gekommen und ja, die Buben halt, die was halt für das ausgesucht worden sind. Und wie bist du mit dem Ergebnis? Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Wir haben hier den Apple Pop. Ah, und aus was besteht der? Aus Apfelwein, Apfelbrand und Apfelsaft. Das ist praktisch ein Mischgetränk, ne? Ja, genau. Ja, und wer hat das entworfen? Woher kommt das? Wir im vierten Jahrgang haben das von den drei Obstbauprojekten, was wir im praktischen Unterricht gemacht haben, kreiert. Ah, und warum? Ja, zum Verkauf. Das vermarkten wir beim Tag der offenen Tür in der Sektbar und der Reinerlös kommt dem St. Anna Kinderspital zugute. Und, wie schmeckt's? Ja, eigentlich gut. Prost! Und was hat Ihnen besonders gefallen? Besonders taugt mir so ein Tag, dass man Leute trifft, die man lange sieht. Wie zum Beispiel jetzt einen Schüler, der vor 10 Jahren in der Berufsschule war, einen Freund von der Weinbauschule hat und sonst eigentlich der Kreis geschlossen wird für mich. Als Lehrer, Berufsschule und Weinbauschule. Also am besten gefällt es, die Versuche, Sortenversuche, beziehungsweise die Weinkosten, was wir Versuche machen, verschiedene Ausbau von Weinarten. Was hat Ihnen besonders gefallen? Na, die Sektbar vom vierten Jahrgang. Werden Sie noch länger da bleiben? Ich glaube schon. Na dann, viel Spaß, danke. Dankeschön. Und so wurde noch bis in die Abendstunden der Tag der offenen Tür gefeiert.